Als ich den Checkpoint in Tokio betreten hatte, schwirrte wieder die übliche Stille in der Luft. Stille. Eine Sache, die mir im Laufe meiner Geschichte mehr Angst bereiten würde, als ich es bis zu diesem Zeitpunkt ahnen konnte. Knarrend hielt er am ersten Eingangsbereich und vor mir öffneten sich die Türen. Wie ich es schon seit einigen Jahren gewohnt war, wirbelten alle herum. Brachten Papiere dahin, dorthin oder was weiß ich wohin. Von manchen wurde ich mit einem wissenden Lächeln begrüßt. Manche nannten mich bei meinem Decknamen. Ich stamme, wie ihr bereits schon erfahren habt, aus Tokio und entspringe somit der guten alten japanischen Kultur. Familie besitze ich schon seit Ewigkeiten keine mehr und habe somit auch die letzten Jahre in Einsamkeit verbracht. Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, dass ich mich noch gar nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Akemi Kawakami, aber im Laufe der Geschichte werdet ihr mich nur als Prinzia kennenlernen. Denn dies ist mein Deckname, mit dem ich in der Organisation schon seit einiger Zeit arbeite. 9 Jahre, um genau zu sein. Einzig und allein die Arbeit war meine Familie geworden. Mein Elternhaus hatte ich bereits schon im zarten Alter von 16 verlassen, um die Ehre der, leider muss ich sagen, heruntergekommenen und unbedeutenden Familie zu bewahren. Doch dieses mir so klare Ziel erwies sich als eine wahre Herausforderung, da ich gezwungen war, mich mit diversen Nebenjobs über Wasser zu halten, die gerade mal zum Überleben reichten. Dazu kam, dass ich mich mit 20 Jahren einer Augenoperation unterziehen musste, die eigentlich das Ziel verfolgte, meine Sehschwäche des rechten Auges zu beheben, was jedoch mehr als daneben ging. Zwar macht mir die Augenklappe, die ich nun an meinem rechten Auge zu tragen gezwungen bin, nichts mehr aus. Doch auf Mission ist es dann und wann wieder eine große Behinderung, wenn es darum geht, um Ecken zu schauen oder genau mit der Waffe zu zielen. Das geheimnisvolle dunkelblaue meiner Augen habe ich von meinem Vater geerbt, während der blonde Schopf der Ursprung meiner Mutter ist. Alle Mädchen, so erzählte sie es zumindest mir, in ihrer Generation hatten blonde Haare gehabt. So auch ich. Und jetzt, wo ich so über sie nachdenke, muss ich gestehen, dass ich gar nicht weiß, ob meine Eltern noch leben oder schon lange verendet sind. Der Grund dafür ist, dass sie weit entfernt in einem Randstadt Japans leben und ich somit keine Zeit finde, sie zu besuchen. Auch zum Schreiben fand ich, trotz der modernen Kommunikationsmittel, keine Zeit, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Doch genug von meiner Lebensgeschichte, denn dies ist absolut nicht das, was ich erzählen wollte. Ich ging also durch die Gänge des Quartiers, schaute mich dann und wann um und kam schließlich an eine Art Kommunikationsmaschine, die, wie üblich, von einem der Forscher besetzt war. Als er mich erblickte, nickte er kurz und überließ mir dann seinen Platz und trat davon. Ich ließ mich auf den Ledersessel fallen und nahm mir die Kopfhörer zur Hand, die für mich schon bereitgelegt waren, und setzte sie mir an die Ohren. Zunächst teilte mir eine weibliche mechanische Stimme mit, dass meine Verbindung zum Chef aufgenommen wird, worauf ich kurz genervt seufzte. Als ich gerade im Begriff war, den Kopfhörer beiseite zu legen, drang die ruhige Stimme meines Chefs an mein Ohr. Prinzia, es ist gewiss eine Freude, dich hier wieder anzutreffen. Ich bin froh, dass du auf meinen Zuruf erschienen bist. Ein leichtes Lächeln bildete sich auf meinem Gesicht. Hätte ich eine andere Wahl? Mein Chef murrte kurz, da er sehr wohl den sarkastischen Unterton meiner Stimme wahrgenommen hatte. Also, was gibt's? Jetzt funktionier doch einfach. Ich stand vor dem Aufzug, der mich laut den Aussagen nach unten in die Station führen sollte. Ich drückte noch einmal auf den Knopf, auf dem ein Pfeil abgebildet war, der nach unten Richtung Boden zeigte. Ich drückte jetzt schon zum 5. Mal, aber es rührte sich nichts. Langsam wurde mir die Sache immer unheimlicher. Ich sah die Schlagzeilen schon am nächsten Tag in der Zeitung. Eine junge Frau wurde nahe eines Aufzugs tot aufgefunden. Für die Tat gab es keine Zeugen. Dann würde wahrscheinlich noch mein Name dort stehen. Der Name des Opfers war Laurence Tardieu. Man schätzt, dass sie ungefähr 22 Jahre alt gewesen sein muss. Ihr kurzes, meerblaues Haar wurde mit Blut verschmiert und in ihren kastanienbraunen Augen stand der Schock förmlich geschrieben. Je mehr ich über die Sache nachdachte, desto mehr wünschte ich mir, dass dieser verfluchte Aufzug doch endlich nach oben kam. Klar, ich hatte auch zurückgehen können, aber allerdings war dieser Weg noch dunkler als der Raum, in dem ich mich gerade befand und in meinem kleinen, fantasievollen und zu diesem Zeitpunkt auch verängstigten Kopf malte ich mir die schlimmsten Todesfallen für mich aus. Heutzutage habe ich rein gar kein Problem, mich in dunklen Gegenden zu bewegen. Allein schon, weil ich seitdem ich in dieser Organisation arbeite, das wahre Grauen schon längst herausgefunden habe. Aber zu dieser Zeit gab es nichts Schlimmeres wie diesen Ort für mich.
als nach einigen Momenten des Zitterns und des Wartens der Aufzug trotz allem oben ankam, stieg ich ohne zu zögern ein, drückte mich dabei in eine der Ecken und ließ mich dort niedersinken. Die ganze Aufzugfahrt blieb ich in dieser Haltung an der Stelle und setzte mich erst auf, als der Lift knarrend anhielt. Ich legte mir meine Tasche, die ich für die kurze Zeit auf dem Boden abgestellt hatte, wieder über meine Schultern und wurde, als sich die schweren Türen des Aufzugs öffneten, von einem Mann begrüßt, der sich für die Umstände entschuldigte. Ich erfuhr, dass es mit diesem Aufzug ein kleines technisches Problem ergeben hatte, sie diesen aber sofort beheben würden. Kurz dachte ich daran, ihn anzuschreien. Aber dazu fehlte mir dann doch wieder der nötige Mut. Nur leise murrend ging ich an ihm vorbei und trat durch eine Tür in die Station ein. Anscheinend schienen neue Gesichter den Mitarbeitern sofort aufzufallen, denn alle schauten mich kurz an, wendeten sich dann aber wieder ihrer Arbeit zu. Mit neugierigen Blicken sah ich mich um, bis man mir eine Hand auf die Schulter legte und mich kurz erschreckte. »Ganz ruhig! Jetzt mach doch nicht gleich so ein Geschrei!« Ich drehte mich mit einer Bewegung um und erblickte Daphne. »Ha! Du bist ja noch schreckhafter, als ich geglaubt habe. Der Chef ist momentan noch in einer Besprechung mit der Leiterin des ersten Auftrags, an dem du teilnimmst. Setz dich einfach da drüben hin zu den anderen und mach dich schon mal mit ihnen vertraut.« Mein Blick fiel auf die kleine Gruppe, auf die Daphne gezeigt hatte. Diese Gruppe bestand aus 2 Frauen und 2 Männern. Einer der beiden Frauen stand etwas abseits und musterte eine ihrer mitgebrachten Waffen. Sie hatte rotes, langes Haar, das am Hinterkopf mit einem Zopf zusammengebunden war. Und ihre eisblauen Augen strahlten förmlich die Kälte aus. Alles in allem machte sie einen recht erwachsenen und stillen Eindruck. Im Verlauf der Geschichte lernte ich sie als Voxen kennen und fand heraus, dass ihr richtiger Name Olga war und sie Russland vertrat. Neben ihr saß ein etwas breiter Mann, dessen dunkelblonde Haare bis zu seiner Schulter reichten. Seine braunen Augen wanderten unruhig umher und schließlich fiel sein Blick auf mich. Kurz schluckte ich, denn er musterte mich von oben bis unten und wandte dann seinen Blick ab. Später erfuhr ich, dass diese Person als Shadow bekannt war und stellte fest, dass der richtige Name dieses Mannes Steve lautete und dieser ein Gesandter der Vereinigten Staaten war. Direkt daneben saß die andere männliche Gestalt. Doch im Gegensatz zu diesen wirkten seine Züge eher locker und sehr jung. Sein dunkelbraunes Haar stand an manchen Stellen ab und seine grünen Augen fixierten mich mit einem Blick, den ich zu diesem Zeitpunkt nicht zu deuten vermochte. Zu dieser Zeit war mir noch nicht klar, dass ich mich in diesen ungestümten Jungen, dessen Deckname Devil und richtiger Name Peter lautete, früher oder später verlieben würde.